Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die Faule, weil es ihre rechte Tochter war, viel lieber. Und die andere musste alle Arbeit tun. Marie, hörst du nicht? Ich sollte doch die Straße kehren. Und dann muss ich noch spinnen. Ja, ja, aber jetzt geh in die Küche und bringe das Essen. Mein Kind. Mein Herzenskind. Oh, liebe Mutter. Hast du schön geschlafen, mein Herzenskind? Hast du ausgeschlafen? Ach, das war schön, so lange schlafen. So schön und so warm. Es ist bestimmt noch kalt hier. Es ist warm. Die Marie hat schon längst Feuer im Kamin gemacht. Weißt du, Mutter, was das Schönste ist im Leben? Schlafen. Weißt du, Mutter, wo es am schönsten ist auf der ganzen Welt? Im Bett. Aber Kind, jetzt musst du wirklich aufstehen. Immer aufstehen. Mittag ist längst vorüber. Du musst doch etwas essen. Ihr habt schon gegessen? Ohne mich? Ich wusste ja nicht. Ich dachte, du wolltest lieber schlafen. Ihr wollt mich verhungern lassen!